Also in unserem Antrag geht es darum, dass wir die Folgekosten der Braunkohle unabhängig begutachtet haben wollen, weil wir so gewisse Zweifel daran haben, dass die Rückstellungen der RWE ausreichen werden, um alle Folgekosten wirklich aufzufangen. Wir hatten dazu eine Anhörung und bei der Anhörung haben wir dann so ein bisschen was darüber gehört. Also natürlich hat die eine Seite gesagt, nee, das passt alles. Die andere Seite hat gesagt, nee, das passt auf gar keinen Fall. Aber was unterm Strich dabei rauskam, war die Finanzierung der Aufbereitung im Nachgang zum Abbau, die beruht darauf, dass man das, was vorne verkauft wird, zum Teil hinten wieder investiert. Das nennt sich ein rollierendes System. Und das bedeutet eigentlich, dass solange der Abbau läuft und erfolgreich ist, hat man genug Geld, um Rückstellungen zu bilden, um hinten wieder aufzuforsten. Und wie wir ja wir alle wissen, ist es so, dass in letzter Zeit die Braunkohle nicht besonders gut dasteht. Und ich persönlich gehe davon aus, dass das Braunkohlesystem lange tot ist, bevor wir da sind, wo wir eigentlich hin wollten mit dem Baggern. Beziehungsweise nicht wir, sondern Grün und Rot wollten an gewisse Grenzen noch ran, aber da werden wir nie hinkommen. Von daher gehen wir davon aus, wenn RWE das Geschäft wegbricht, bricht auch die Finanzierung der Aufforstung weg.